Bis die Letzten an der Registrierung fertig sind, begrüße ich Sie nochmal herzlich im Namen des Deutschen Archäologischen Instituts und der Wikimedia Deutschland zu dieser gemeinsamen Veranstaltung heute. Wir freuen uns sehr auf spannende Vorträge, spannende Diskussionen. Und ich möchte jetzt als erstes die Hausherrin heute, Frau Prinz, ans Rednerpult bitten. Vielen Dank. Ich darf Sie im Namen des Auswärtigen Amtes ganz herzlich hier bei uns in der Bibliothek des Amtes willkommen heißen. Insbesondere natürlich Herrn Professor Dalli und Herrn Best und alle internationalen Gäste, alle Vortragenden, alle Interessierten. A warm welcome to all of you. It's so cold outside that a warm welcome, I think, is necessary. I hope you will enjoy our meeting today. Wir haben diesen Ort gewählt, weil wir hier das institutionelle Wissen gesammelt haben, aber natürlich schon sehen können, wie die Welt und die Zeit darüber hinweggegangen ist. Denn auch heute leben wir in der digitalen Welt, im Auswärtigen Amt mit allen Auslandsvertretungen, aber natürlich auch im Archäologischen Institut. Wikimedia, Wikipedia, das ist das, was wir täglich brauchen. Und ich begrüße es von daher sehr, dass Sie mit Ihren Forschungen jetzt Ihre Forschungsergebnisse zugänglich machen und damit als Teil der öffentlichen Diskussion einspeisen in das internationale World Wide Web. Vielen Dank dafür. Und wir haben hier auch einen Ort im Auswärtigen Amt, weil das Auswärtige Amt, das Deutsche Archäologische Institut, als institutionellen Förderer unterstützt. Denn für uns ist Archäologie natürlich ganz eng verbunden mit Außenpolitik, Außenwissenschaftspolitik. Denn auf der einen Seite ist natürlich die Erforschung der Grundlagen der archäologischen Forschung etwas, was in jedem Staat nationale Angelegenheit ist, weil es das kulturelle Erbe ist, kulturelles Erinnerungsvermögen und damit auch die Identität eines Landes bestimmt. Und darum brechen auch oft Kämpfe aus, wie wir alle wissen. Deshalb ist es ganz besonders wichtig, dass wir Forschung und Öffentlichkeit hier zusammenbringen, um da auch Transparenz herzustellen. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie heute Morgen hier sind, dass wir einen Schritt weiterkommen und bin sehr gespannt auf die Ergebnisse. Ich bin selber ein großer Fan, gehöre zur Gemeinde von Wikipedia und freue mich daher, dass Sie auch mich eine Weile teilhaben lassen. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Prinz, sehr geehrter Herr Best, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine ausgesprochene Freude, Sie in diesem großartigen Ambiente hier in der Bibliothek des Auswärtigen Amtes, auch im Namen des Deutschen Archäologischen Instituts, zu der Tagung Wikidata trifft Archäologie begrüßen zu können. In der Tat, das Thema dieser Veranstaltung heute ist ein ganz zentrales. Wie wird Archäologie, wie wird Wissenschaft überhaupt einer breiten Öffentlichkeit vermittelt? Wie kann sie auch zielgruppengerichtet vermittelt werden? Das Thema ist nicht neu. Als Archäologen neigen wir ja dazu, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Und in der Tat, wenn man den Blick in die Vergangenheit wirft, dann stößt man unter anderem auf den Begründer der Archäologie als Kunstwissenschaft, Johann Joachim Winckelmann, der sich schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht nehmen ließ, die Ergebnisse seiner Forschung unter anderem in einer Zeitschrift, dem Deutschen Kurier, öffentlichkeitswirksam publik zu machen. Und es war diese Zeitung, die auch ganz explizit mit Informationen beliefert worden ist, 1829, als das Instituto di Corrispondenza Archeologica, das spätere Deutsche Archäologische Institut auf dem Kapitolshügel in Rom begründet worden ist. Und auch über diese Gründung hierzulande und vor allem in Preußen berichtet hat. Eine neue Qualität hat diese Verbindung zwischen Archäologie und Öffentlichkeitsarbeit dann mit Sicherheit mit den einsetzenden Großgrabungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewonnen. Insbesondere die Olympiagrabung, die 1876 begann und in ihren ersten 5 Kampagnen aufsehenerregende Ergebnisse zeitigte, wurde in einer bis dahin nicht gekannten publizistischen Anstrengung durch Vorträge, aber auch durch zahlreiche Zeitungsbeiträge hierzulande, aber auch in Städten wie Köln oder Erfurt ganz entschieden erklärt, erläutert.
Heutzutage sind wir jetzt nun in einer ganz neuen Phase. Das Internet bestimmt, es klang schon gerade in der Ansprache von Frau Prinz an, ganz entscheidend mittlerweile unseren Alltag und eröffnet uns eine ganz neue Dimension. Das Spannende daran ist, dass das Internet uns die Möglichkeit gibt, unterschiedliche Wissensbestände miteinander zu verknüpfen und dadurch einer spartenmäßigen Organisation von Wissen, wie wir sie eigentlich traditionell kannten, in Form von Bibliotheken, Archiven, entgegenzuwirken. Solche Systeme bestimmen auch den Arbeitsalltag des Deutschen Archäologischen Instituts. Ein Beispiel ist hier etwa dieser Gazetteer, ein Ortsregister, ein digitales Ortsregister, was wir noch in diesem Jahr starten werden und was es uns ermöglichen wird, weltweit Metadaten, sogenannte Metadaten anzuhängen, also Informationen zu Grabungsstätten, aber auch Informationen zu Publikationen, überhaupt zu den Orten, an denen wir forschen. Das kann man hier ganz schön sehen, etwa zu Pompeji, wo wir dann Informationen anbieten können, die ortsbezogen sind, etwa aus unserer Objektdatenbank Arachne, aber dann eben auch aus unserem bibliografischen Informationssystem wie Zenon. Und das Ganze dann aber auch unterlegen können mit entsprechend publizierten Artikeln und Monographien, sofern sie digital erschienen sind. Solche Systeme haben eine Bedeutung nicht nur für die Wissenschaft, sondern sie werden mehr und mehr zu regelrechten kulturellen Archiven in unseren Gastländern. Das, was im Deutschen Archäologischen Institut Bibliotheken noch heute etwa in Rom, Istanbul oder Madrid ausmachen, ist ja, dass dort ein einmaliges Wissen konzentriert ist zur Geschichte und Kultur der jeweiligen Gastländer. Und dieses Wissen wird durch die digitalen Möglichkeiten, die wir haben, auf eine ganz neue Ebene gehoben. Und dadurch, dass man diese Angebote dann auch mehrsprachig organisieren kann, ermöglichen solche Systeme es uns dann letztlich auch, nicht nur Adressaten hierzulande anzusprechen, sondern eben ganz bewusst auch in den Gastländern selber. Solche Informationen allerdings sind nicht nur rein für die Wissenschaft interessant, sondern sie bedürfen einer Fokussierung und Bündelung über geeignete Instrumente, Portale, aber auch Wissenssysteme. Damit meine ich etwa unsere Homepage, die wir jetzt im Mai neu starten werden, die ganz konzentriert schon auf der ersten Seite klar macht, worum es dem Deutschen Archäologischen Institut geht. Es geht eben nicht nur um Forschung weltweit, sondern es geht eben auch ganz entscheidend um überhaupt Vorhaben zum Kulturerhalt, zum Site-Management, aber eben auch zu Forschungsprojekten und überhaupt zu Anstrengungen, wie man diese Informationen in diesem digitalen Zeitalter bündeln kann, für eine breite Öffentlichkeit aufbereiten kann. Und da ist diese Homepage wiederum nur Teil eines größeren Konglomerates an Anstrengungen. Und ganz sicherlich spielt ganz entscheidend auch eine enge Zusammenarbeit mit Wikimedia und Wikipedia hier eine entscheidende Rolle, um eben solche wissenschaftlichen Inhalte wiederum zielgruppengerichtet, aber auch sehr fundiert aufzubereiten und Wissen zu verbreiten und zu generieren. Mein Dank und ich verspreche mir deshalb auch von dieser Veranstaltung heute wichtige, ganz wichtige Impulse. Mein Dank geht zunächst an das Auswärtige Amt. Die Verbindung zwischen uns und dem Auswärtigen Amt ist tatsächlich, man könnte sagen, so alt wie das Deutsche Archäologische Institut selber beinahe. Und ich muss sagen, dieses Ambiente, was wir heute haben, ist wirklich großartig. Also das ist wunderbar. Mein Dank gilt aber auch ganz entscheidend an Wikimedia und Wikipedia, die, mit denen wir hier zusammen diese Veranstaltung vorbereiten konnten. Mein Dank geht schließlich auch an Herrn Förtsch, unserem IT-Direktor, und Frau Kehrer, die im Deutschen Archäologischen Institut die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortet, für die Vorbereitung dieser Veranstaltung, der ich hiermit ein gutes Gelingen und einen reichhaltigen Ertrag wünsche. Ja, ich darf Ihnen auch noch von Wikimedia begrüßen. Mein Name ist Jens Best, ich bin Präsidiumsmitglied und heute in Vertretung für den Vorstand Pavel Richter hier. Sind auch, habe ich gesehen, sind noch einige weitere Präsidiumsmitglieder da. Martin sitzt auch schon da. Ich denke mal, ich freue mich, dass wir heute hier sein können.
Begrüße auch nochmal für den Hausherrn Frau Ministerialdirektorin Professor Dr. Prinz und nicht nur den Generalsekretär des Deutschen Archäologischen Instituts, Professor Dali, sondern auch den Spiritus Rector der Veranstaltung, Professor Dr. Förtsch, sowie natürlich die anwesenden Wissenschaftler der verschiedenen Institute und auch die Akteure der verschiedenen Wikimedia-Projekte. Ich habe versucht, einige schon zu finden. Ich habe gesehen, Manuel Heinemann war angekündigt, ist aber noch, doch, da ist er, ja, da hinten, genau. Und Hartmut Linge und auch noch Velayus als stellvertretend für die vielen Freiwilligen, die den Esprit des Citizen Science in das Projekt mit einbringen. Warum diese Veranstaltung? Ich habe das Kastell Saalburg eine ganze Weile vor der Wikipedia zum ersten Mal besucht. Das als gebürtiger Hesse, um genau zu sein Frankfurter, hat man mit der Saalburg relativ schnell zu tun. Irgendwann wird man dann dahin gebracht und dann hat man dort das Erlebnis, in das Kastell reinzugehen. Ob man die Schanze auch gleich als Piefke versteht, ist dann immer der nächste Schritt. Aber als ich hörte, dass die Liebeskarte einer der Projekte ist, freut es mich, dass ich heute hier sein kann. Die Wikipedia startete 2001, mittlerweile in 280 Sprachen und monatlich für 450 Millionen Menschen quasi weltweit das Einstiegsportal für Wissen. Und mit der Wikidata möchte die Wikimedia erreichen, dass dieses Wissen in neuen strukturierter Form und auch in neuer Tiefe nach außen getragen wird und auch wiederum gesammelt werden kann. Das heißt, dass die Wissenschaft in Zusammenarbeit mit den Laien Projekte generieren kann, die das Wissen neu vorstellen können. Und insofern frage ich mich natürlich, wie wird es aussehen, wenn ich mit meinem Sohn zum ersten Mal, der ist jetzt 3,5, also es ist noch nicht so unbedingt die Saalburg-Zeit für ihn, aber ich habe mir in Vorbereitung auf der Veranstaltung hier vorgestellt, wie wir dann hingehen werden mit einem Tablet wahrscheinlich. Momentan nimmt er ab und zu mein Handy in die Hand, da werden dann so Sachen gemacht wie einfache Memory-Spiele und Tiergeräusche. Ich erwarte natürlich, dass es irgendwann ein bisschen mehr ist und dass er als Junior Citizen Scientist die ersten Daten hoffentlich vielleicht in einem edukativen App, die man vielleicht daraus machen kann, spielen wird. Insofern, ich werde natürlich dabei sein und aufpassen, dass er in der Kerndatenbank keinen Unsinn macht und hoffe natürlich, dass ich dann mit Best Junior in, sagen wir, 5, 6, 7 Jahren mit einem Tablet zur Saalburg gehen kann und dort die Limes-Karte, die ja als einer der Projekte, die heute vorgestellt wird, damit die Saalburg mit ihm zusammen erforschen kann. Und wünsche Ihnen heute erstmal viel Spaß bei dieser Veranstaltung.